So, meine Lieben, und damit jetzt wieder herzlich willkommen zurück bei GTA-RP. Heute ist der, jetzt muss ich gerade gucken, der 15.06. Sorry, ich musste gerade mal kurz an meinem Mikrofon vorbeischauen. Heute nochmal eine Aufnahme, weil morgen ist ja wieder Freitag. Morgen werde ich wieder eine RP-Pause machen, wegen Samstag. Das wird sich vielleicht aber auch jetzt die nächste Zeit dann auch wieder ändern. Wir haben gerade Nachricht bekommen, dass es dienstlich ein bisschen anders aussehen wird. Da kann es sogar dann mal sein, dass ich auch freitags aufnehmen kann. Vielleicht suche ich mir dann irgendwie mal einen Tag, wo ich mal nichts aufnehme. Zu heute. Ich war heute schon mal ganz kurz online gewesen, habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Ich war nämlich jetzt heute mal in Sandy Shores und habe mir mal da auch den Klamottenladen angeguckt. Da gibt es tatsächlich auch ein paar hübsche Sachen. Also in jedem Klamottenladen findest du tatsächlich andere Sachen. Einige, die gleich sind, andere, die aber auch wieder nicht da sind. Ich finde das ziemlich cool, dass du dann halt auch mal sagen musst, ja, du musst dort und dorthin gehen und so. Ich wollte nämlich auch noch mal gerne jetzt mal die Tage auch mal nach Cayo Perico, weil es dort ja auch Klamotten gibt, die halt es hier nicht auf Los Santos gibt. Oder auf San Andreas. So, Los Santos heißt die Stadt, San Andreas die Insel. Genau. Und ja, mal sehen, was wir heute so alles Schönes treiben werden. Ein bisschen arbeiten, denke ich mir. Heute aber auch nicht so lange, vielleicht nur bis 20 Uhr oder so. Und dann dachte ich mir, noch ein bisschen gucken, was wir ein bisschen RP haben oder so. Denn ich habe heute nämlich mal auf Whistle geguckt. Ich habe ja heute oder so die, habe ja gestern ein Foto hochgeladen. Ich musste das nochmal neu machen, deswegen es tut mir, also ich hatte vorher 13 Likes, jetzt habe ich nur noch 7. Ich hatte da einen Fehler drin, ne? Das tut mir auch wirklich wahnsinnig leid, wenn es jetzt hier ein Supporter sieht oder so, keine Ahnung, der das gelöscht hat. Es tut mir leid, ich hatte es nicht bedacht, dass das alt wie Wasserzeichen unten rechts zu sehen ist. Es tut mir leid, wirklich. Ich hatte es in dem Moment halt nicht bedacht. Ich werde in Zukunft darauf achten, versprochen. Und dann war ich heute nämlich auch mal ein bisschen in Paleto unterwegs und habe mir hier diese Trainingsroute mal, bin ich durchgelaufen und habe von dort halt auch noch ein Foto gemacht. Und, ach du meine Güte, 13 Likes, wow. Na, wie kann ich denn das, achso, hier kann ich das mir angucken. Wenn Sage, Young, Kendrick Johnson, aha. Kayla Loom, aha. Kayla kennen wir ja, ne? Veronica, aha. Ach du meine Güte. Kennen wir alle gar nicht, aber die haben alle das Foto geliked. Ist ja krass. Wow, das ist ja super. Wie lieb. Und noch eine Mail. Ich habe heute früh schon mal eine Mail bekommen von einem Lennox Bergmann. Der hat doch tatsächlich, jetzt muss ich mich gerade mal... Ich muss gerade mal gucken, kann ich die mir... Ach hier, genau. Wie geht's? Wie geht's dir denn? Darf man dich kennenlernen? Da war ich ein bisschen hoch. Das war kurz nachdem ich das Foto wahrscheinlich gepostet hatte. Und da fragte einfach so mal per E-Mail, ey, wie geht's? Kann man dich kennenlernen? Ich bin ehrlich gesagt, als Kate wüsste ich in dem Moment nicht, was ich sagen soll. Ein wildfremder Mann schreibt dich an. Nach einem Foto und fragt, ob man ihn kennenlernen kann. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin da als Kate bin ich da komplett so, wie jetzt? Da will einer mich kennenlernen? Hä? Und würde total rot werden. Das wäre jetzt die Reaktion, die Kate machen würde. Ich persönlich würde erstmal schreiben, hi, wie geht's? Erstmal danke für die Frage. Und dann, keine Ahnung. Erstmal so ein bisschen geplänkeln, ein bisschen kennenlernen oder so. Klar, ne? Ein bisschen, ja, Kontakte knüpfen. Ich meine, das könnte man ja, das würde ich persönlich machen. Kate ist da, sie ist 24, ja, aber sie hat halt mit Männern noch nicht so wirklich die Erfahrung. Und jetzt muss meine Katze hier unbedingt hier herumspringen. Kätzchen, ich liebe dich, aber danke. Ja, das ist so. Oh Mann. Und jetzt habe ich hier noch eine E-Mail bekommen, einen Arbeitsvertrag. Ah, gucke mal. Lese ich mir doch einmal gerade durch. Das ist für unbedingt Dauer. Die ersten 14 Tage des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Ja, okay. Arbeitnehmer wird im Service beschäftigt sein. Arbeitnehmer, sich günstig. Genau, können durch Leitung erlassen werden.
Mündliche Dienste und Vorschriften. Ja, das ist klar. Verursachten Schäden gegenüber dem Galaxy, die von dem Arbeitgeber ausgehen, ist der Arbeitnehmer. Wahrscheinlich dem Pearls. Weil hier steht Galaxy. Weisungsrecht, das ist klar, das kennt man ja auch, ne? Weisung zu befolgen. Nicht rechtmäßig ergangene Weisung, schriftlich, dann kann es so ab Abmahnung und genau, das ist auch klar. Arbeitsvergütung, Gehalt von Dollar fest, okay. Gehaltsänderung durch Beförderung, Degradierung oder Versetzung erfolgen automatisch, bedürfen keine schriftlichen Änderungen. Krankheit ist klar, ab 7 Tage Abwesenheit, Gehaltskürzung, das haben wir gestern ja alles kennengelernt. 14 Tage wird nicht mehr bezahlt, nach 3 Wochen ist die fristlose Kündigung im Briefkasten. Urlaub. Ein Anspruch auf Urlaub muss im Voraus der Geschäftsführung mitteilen, sofern dieser voraussichtlich länger als 3 Tage dauert. Das ist ja schon mal was. Also man kann schon mal so ab und zu mal doch einen Tag mal der Arbeit fernbleiben. Das ist ja auch nicht so wild. Verschwiegenheitspflicht, das ist auch klar. Personenbezogene Daten, das ist natürlich selbstverständlich. Wahrscheinlich auch natürlich Rezepte. Darunter ge gelten die wahrscheinlich ja auch. Denn das sind ja Patente, die dort sind. Kündigung, Suspendierung. Muss immer schriftlich erfolgen, alles klar. Nebentätigkeit muss gemeldet werden, das ist auch klar. Mitarbeiter ist verpflichtet, spätestens mit Beendigung der Firmeneigentum, Dienstkleidung. Habe ich ja, naja, obwohl, ich habe sie gekauft, aber er hat sie mir ja quasi bezahlt. Also ist es jetzt ja Dienstkleidung des Pearls. Das ist richtig. Mitarbeiter, das habe ich jetzt nicht bekommen. Löschung von Daten, nur mit voriger Zustimmung des Arbeitgebers bestattet. Alkohol ist klar, dass man das nicht während der Arbeitszeit machen darf. Salvatorische Klausel ist immer klar. Okay, gut. Dann haben wir die jetzt einmal schon mal so überflogen, aber das ist alles sehr einleuchtend. Nur das mit dem Galaxy, das müsste vielleicht nochmal überarbeitet werden. Das ist aber auch nur das eine, was mir jetzt gerade so beim Überfliegen aufgefallen ist. So, ich würde sagen, auf geht's ins RP. Ich bin mal gespannt, ob sich der Herr, den wir gestern noch beim hungrigen Rex getroffen haben, ob der sich genauso verhält wie meine Katze eben gerade. Die hat sich diese. Oh mein Gott, ey. Kätzchen ist bescheuert. Ob der sich tatsächlich ja dann doch bei uns melden wird? Mal gucken, ne? So, aber erstmal. Kann ich hier das unterziehen? Nein. Das ist blöd. Dann ziehe ich das Hemd einfach so an. So, zack. Bei dem weißen Bikini ziehe ich jetzt einfach mal so über. So, dann wechselt sich das Ganze nämlich. Zack. Und dann nehme ich, was nehme ich denn? Was nehme ich denn für eine Hose? Mal gerade gucken, was habe ich denn hier alles überhaupt? Hier, die Balloon. Die habe ich neu gekauft. Die fand ich ziemlich cool. Hier mit diesem Schriftzug da an der Seite. Fand ich ziemlich cool. So. Was habe ich jetzt hier noch alles drinne? Okay. Lass mal meine Tasche mitnehmen. Ach, ich muss noch die Klamotten. Die Klamotten muss ich hier lassen, ansonsten habe ich zu viel Gepäck dabei. Dann kann ich nicht so viel tragen. Also an Speisen und so weiter. So. Na. Und so geht's auch. Zack, zack. Nee, ich bin ja blöd. Die muss ich ja mitnehmen. Ist ja meine Arbeitsbluse. So. Auf wie geht's? Ich würde sagen, legen wir los. So für 2 Stündchen arbeiten und dann Feierabend und dann mal gucken, was man noch so mit dem angefangenen Abend machen kann. Let's go! So, und wir sind jetzt an unserem neuen Zuhause. Es ist nicht das Schönste, aber es ist unsers. So. Und das ist aber unser schöner, schöner Wagen. Ich liebe ja den Izzy. Lustig, dass der mir immer wieder empfohlen wird. Ich habe keine Ahnung, warum. Hust, hust.
Ich habe den ja auch noch. Ich habe den ja auch schon seit. Seit wann habe ich denn Izzy? Ich glaube, seit meinem zweiten RP-Server. Ich glaube, ja, ja doch, doch. Ich glaube, auf Unity hatte ich damals keinen. Nee. Glaube nicht. Also dann, legen wir los. Und hier war ich heute mal ein bisschen joggen drinne in dem schönen Park. Ich finde ihn großartig. Der sieht so toll aus. Ich erinnere mich noch daran, als es so eingeschneit war, als es hier die Winterzeit war, wie schön der da auch aussah. Also das hat Paleto tatsächlich einen Pluspunkt. Dieser wunderschöne Wald. Und die Ruhe, die man hier hat. Nur, dass man so weit abschüssig wohnt. Aber das ist ein kleines, also meiner Meinung nach kleines Manko. Das ist jetzt eine Sache, ja, die kann man scheiße finden, muss man aber jetzt nicht unbedingt. So, dann aber... Ich wollte heute noch tanken. Ich hatte vergessen zu tanken. Verdammt. Naja. Wir finden auf jeden Fall eine Tankstelle auf dem Weg, glaube ich. Und davor Kawaki. Hier haben sie auch die Mangroven gelassen. Es war ja tatsächlich auch die Frage, soll man die Mauer wieder hinstellen, die es erst auf diesem Server gab, oder nicht. Und es wurde sich dafür ausgesprochen, nein, die Mauer soll weg. Ich habe sie ja nie kennengelernt, diese Mauer. Aber durch einige Videos von anderen Streamern hier habe ich doch ein bisschen was von der kennengelernt. Fand ich doch ein bisschen interessant und hat natürlich auch ganz schön auch an IP geboten. Aber gut. Ich finde die Mangroven tatsächlich auch schöner. Wenn man da mit dem Jetski durchfährt. Hüst, hüst, Staffel 1. Ich kann ja rein theoretisch, wenn ich Feiern mache, kann ich dann bei der Little Soul Tankstelle dann auch tanken. Das ist ja dann auch gar kein Problem. Das ist ja quasi auf dem Sprung. Hier die Kurve, die finde ich immer schrecklich. Hier darf man nicht zu viel Gas geben. Ansonsten haut es einen, der hier die Kurve schneidet, schneller aus den
aus den Schuhen, als man gucken kann. Ach, jetzt wie es mir gerade einfällt. Ich kann ja noch mal zum Zivilamt fahren. Quatsch, Zivilamt heißt es ja nicht mehr. PAC, sorry. Da hatte ich gerade noch den alten Begriff im Kopf. Natürlich ist es das Zivilamt. Bezüglich früheren Führerschein muss ich mich ja auch noch drum kümmern. Na, hier ist ja aber auch wieder einiges an Leuten los. Uiuiuiui. Der fährt aber, der ist aber frech gewesen gerade. Microphone activated. Hi! Hi! Was kann man tun? Mein Kollege hat gesagt, hier kriege ich sowas wie eine Arbeitslosenbescheinigung oder sowas. Das ist korrekt.
Das ist korrekt, das freut mich. Dann würde ich so ein Ding gerne beantragen. Supi, machen wir. Komm mit. Na klar. Hallo? Ich würde mal ganz kurz auf Toilette verschwinden und dann würde ich weitermachen. Ach ja, natürlich. Kein Problem. So, gehen Sie gut. Ich beeil mich. Ja.
Hi. Hallo. Was will sie tun? Ich wollte noch mal fragen, wegen des permanenten Führerscheines, ob sich da schon etwas ergeben hat. Da meiner nämlich in 5 Tagen ausläuft. Ah ja, das Problem ist aktuell, also wir haben keine Kapazitäten aktuell noch nicht, aber sobald wir da besser bestückt sind, sage ich mal, machen wir das auch bekannt und dann können sie einen Termin vereinbaren. Okay, dann heißt es, ich muss erstmal auf Whistle nochmal das PSC noch folgen. Das wäre gut, ja. Dann verpassen sie das auch nicht. Okay, genau. Ja gut. Und was, wenn jetzt diese 5 Tage rum sind, dann müsste ich ja doch nochmal den vorläufigen verlängern, richtig? Genau, richtig. Das könnten sie unten an der Theke machen bei der Dame. Oh, nee, bei dem Herrn, glaube ich, war das, ne? Ja. Ich frage jetzt einfach mal die einen der beiden und dann können wir da bestimmt schon aushelfen. Genau, super. Wenn nicht, dann einfach nochmal herkommen, dann können wir das sonst auch machen. Okay, alles klar. Supi. Dann haben Sie schon mal vielen Dank. Ich werde jetzt dem PAC folgen und dann werde ich nichts davon mehr davon verpassen. Perfekt. So gelobe ich mir das doch. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch. Dankeschön. Danke. Ciao. So. Okay, ich möchte kein Startup. Das ist schon mal das. Das war der falsche Herr. Dann muss das wahrscheinlich hier bei der Dame gehen. Guten Tag, die Dame. Ah. Okay, danke schön. Okay, bei der Dame. Und dann um eine Woche verlängern. Ich den Führerschein nicht bestehe, dann weiß ich auch nicht. Ich bin immer vorbildlich.
fuhr da denn gerade so schnell? Habe ich jetzt mein Auto nicht gepackt? Steht zu weit weg. Hallo. Hallo. Was wird das? Was denn? Machst du da? Ich wollte mein Auto einparken. Warum stellst du das nicht hier hin, wo ich jetzt stehe? Ja, das wollte ich jetzt auch machen. Ich mach das jetzt. Gut. Fahr jetzt langsam. Ich fahr jetzt ganz langsam. Damit du nicht meckern musst. Ja, hör auf zu meckern. Ich nehme das gerade als Attentat auf mich. Und ja, kommen jetzt die Klamotten erstmal rein. Okay. Hallo. Wie geht's dir? Gut, nach dem Fast-Anschlag auf mich eben gerade? Was für ein Anschlag? Warst du das nicht gerade, der mit dem Panto da direkt an mir vorbeigefahren ist? Nein. Nein? Das war ein anderer Miles. Miles? Ja? Du wolltest mich gerade vom Pier runterschubsen. Das stimmt nicht mal. Doch. Nein. Ja, doch. Er ist gerade sehr dicht an mir vorbeigefahren. Alter. Ja, aber ich wollte dich nicht runterschubsen oder so. Nicht? Nein, warum soll ich das machen? Das ja, keine Ahnung. Er fährt sowieso ganz komisch. Er fuhr sehr dicht. Ja. Ich hab schon die Motorhaube. Ich konnte mich schon auf der Motorhaube spiegeln. Ohne Scheiß. Chips down. Ja, ich sehe ihn öfters, wenn er hier rausfährt, da zwischen diesen Pfeilern, wie er da mal geht. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist jedes Mal so. Übrigens ein sehr, sehr süßer Teddy-Rucksack. Ja. Und du warst beim Friseur, du hast neue Haare, du hast dir die Haare machen lassen. Ich hab mir Fingernägel, gut, die haben es jetzt nicht mehr überlebt dadurch.
Fingernägel machen lassen. Ja, hatte ich ja gestern. Mhm. Nee, aber Haare hatte ich heute machen lassen. Weil ich wollte das natürlich nicht mehr. Ja, ich überlege auch schon mal, mal was Neues auszuprobieren. Machen die auch Extensions? Ich war halt bei Florian vorne nicht, was meine Haare angeht. Ach so. Meine halt, die haben viel mehr, also die können da viel mehr machen mit, als bei den anderen Läden. Ja, gut. Aber ich meine, sie können eigentlich alles machen. Extensions, sonstige Sachen. Ich hatte da schon mal mit einer gequatscht. Cool. Na, ich war gestern Abend noch mal kurz da, aber da gab es keine Zeit mehr. Ja, ist meistens dann eher am Tag so. Weil dann rennen die Leute nicht komplett die Bude ein. Weil ja, ich weiß, da war ich eher abends und da standen so viele, ne? Am besten immer vorher anrufen und fragen. Wer ohne Termin stehst du dich da echt dumm und dämlich. Es gibt doch da diesen, bei diesem einen Klamottenladen hier, diesen Suburban, gibt es ja auch noch einen Friseur. Ja, aber der ist schon ein bisschen siffig. Ja. Und da habe ich meine Haare machen lassen. Und sie sehen ja gut aus, aber ich glaube, wenn Flora und Fauna das gemacht hätten, wäre es nochmal ein bisschen nach meinen Erwartungen gewesen. Ja, okay, ja, das stimmt. Chips down. Ja, das stimmt schon. Nehme mal jetzt meine Arme wieder runter. Das sieht so abwertend aus. Sorry, hallo. Hallöchen. A 9. There's a 10. Vorhin was gegeben. 3. Was habe ich Ihnen denn gegeben? Hast mich süchtig gemacht. Nach was denn? 2x zweimal Fischreibung, bitte. Ich bringe das einmal. Das wäre nett, danke schön. Ist wenigstens, wovor man wirklich gut süchtig werden kann. Ja, es war sehr lecker. Muss man echt sagen, also Hut ab. Das freut den Koch. Bust, I'm afraid. Ja, das hoffe ich doch. Ja. That'll be gar nicht, also, dass es hier so leckeres Essen gibt. Ja, ich war morgens, war ich bei diesem Milchladen. Irgendwas mit Wiedermilch oder so heißt der. War schönes Frühstück, echt. War nett. Da war ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Too much. Oh, die sind echt lecker. Dann einmal hier. A 14. Das macht dann $40. There's a 19. Daddy, mach mal eine Rechnung aus. Achso, okay. Machen wir es so? Ja, dann. Jo. Ja, oder machen wir wie wollten Sie es bar machen? Oder bar machen oder mit Karte? Macht nur wie vorhin. Am Karten ist bei Karten ist immer besser. Da muss ich dem Chef das nicht immer extra geben. So, müssen einmal Karte drauflegen. Ja. Super. Okay, dann das einmal. Und stopp. Stopp geht so nicht. Warum nicht? Aber das so nicht geht. Was geht denn nicht? A 5. Bahn. A 4. Der Herr geht's ihm gut. Ja, 15. Danke. Ich war gerade maßlos verwirrt. Ja, klebt manchmal. Weiß man, wie das ist, das Zeug. Ich gehe es gleich mal waschen, ne? Also. Ja, nee, gut, danke. Nicht vom Öl. Viel Spaß. Schönen Abend noch. Genau. A 15. Das Geld waschen. Oh nein! Da ist irgendwas dran. Ne? Ich geh's waschen. Ich kann das nicht. Bah. There's a bust. Sagt mal, ist euch auch auf dem Arbeitsvertrag schon was aufgefallen? Ich hatte da einen Tippfehler gesehen. Was denn? Ich bin ja nicht am Galaxy oder im Galaxy eingestellt. Wo denn? Galaxy? Ja, Paragraph 3, Tätigkeit. Dritter Abschnitt. Da steht. Ach so, wir haben. Beursachte Schäden oder Verluste gegenüber dem Galaxy. Ja, nee. Ja, wo ist mein Arbeitsvertrag? Hast du ihn noch nicht bekommen in den E-Mails? Ich hab das aber auch bis jetzt nicht gesehen. Oh, Arbeitsvertrag. Sorry, ja. warte mal, wo genau steht das nochmal? Paragraph 3, Abschnitt. Ja. Der dritte Abschnitt, also der dritte Absatz. Gleich der erste Satz.
Schäden und also verursachten Schaden und so weiter. Ach so, ja, steht bei mir auch. Ja, das muss das muss ja nur umgewechselt werden, dann ist das ja. Ja. Ne? Wenn ich hier was beschädige, muss ich mich vor dem Galaxy verantworten, nicht dem Pelz. Bis jetzt noch ja. Ach, vielleicht ist ja nur das Ganze, Mann. There's someone looking lucky. Place your chips. Let's see those chips, please. Place your chips. So, kann ich da jetzt irgendwie unterschreiben oder muss ich da jetzt irgendwie, Ja, ja, das kannst du machen. Wenn du auf die E-Mail antwortest, dann. Achso, da antworten. Good luck. Genau. Ja. Kannst du es bearbeiten? Unterschrift Arbeitnehmer, so meine schöne, Schreibschrift mal rausnehmen, raussuchen hier. And 6. Oh, ja. And 14. That's 20. There's 17. Warum so fleißig am Handy alle? Wir unterschreiben gerade den Arbeitsvertrag. Achso, den braucht ihr nicht unterschreiben. Achso. Der kommt neuer. Ja, ich wollte. Ja, wegen Galaxy, ne? Deswegen welchen wir Galaxy. Paragraph 3, dritter Absatz. Müssen wir uns vor dem Galaxy verantworten. Richtig. Ja, ich sag ja, deswegen ist er ungültig. Ja, genau, deswegen ist er ungültig. Ja, ich hab den nicht geschrieben, das hat meine Anwältin geschrieben. Ach so. Ja. Daran siehst du, sie hat Copy and Paste gemacht. Toll. Sie macht auch die Verträge fürs Galaxy. 15. Ich warte gerade, bis neue Bringerando-Lieferungen reinkommen, aber irgendwie seit 10 Minuten tut sich da nichts. Ja, dann solltest 19. du dich einmal abmelden von dem ganzen Ding und wieder neu anmelden. Hab ich. Ja, warten wir kurz. Gerade jetzt sollten doch die Leute Hunger bekommen. Ja, im Grad waren ein paar Leutchen da. Siehst du? Der eine war süchtig. Ja. Aber kommt er bestimmt gleich wieder. Der inhaliert das Fischragout. Übrigens, TJ, ich will da nicht mehr in den Steinbruch fahren. Wieso nicht? Weil das einfach unangenehm war, tatsächlich. Haben die weißt dich so du? Angemacht, oder was? Nein, das nicht. Nein. Aber alle waren da mit ihren Trucks. So, ja. Ich wusste auch nicht, wo ich langfahren soll. Und dann bin ich da mit diesem blauen Pancho in diesen Steinbruch rein, komme da so raus mit dem blauen. Und das ist süß. Und alle gucken und der eine meint so, was? Hallo? Showing 19. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, und 15. zwar, ich hatte bei euch, ihr hattet doch so eine Aktion mit 150 Follower und dann verlost ihr Gutscheine. Ja. Ich hatte da gewonnen. Ich hab's nicht früher geschafft. Ja, geben Sie mir einen Moment. Ich muss mir den Post jetzt hier auch gerade nochmal raussuchen. Momentchen. Wo ist der denn? Der ist schon eine Ecke runtergerutscht. Ja. Ach, wo war der denn? Ach, die posten hier aber auch alle wie verrückt. Meine Güte. Ah, es geht auch immer wieder weiter runter. Schön. Sagen Sie, vor vier Tagen. Okay. Juni 23.28 Uhr. Vier Tage. Ach, hier, genau. Dann bräuchte ich erstmal Ihren Namen. Dann müssten Sie mir einmal Ihren Personalausweis zeigen. Ja, also auf Whistle, da heiße ich Jay, da wurde ich auch mit @J markiert. Ja. Einmal meinen Ausweis. Oh, wo habe ich den denn? Bitteschön. Jay Dawkins. Okay, gut, dann bekommen Sie erstmal hier Ihren Personalausweis zurück. Ja, Sie können sich ruhig hinsetzen, ich bin gleich für Sie da und bringe Ihnen Ihren Gewinn. Okay, Dankeschön. Gerne. Dealer wins. Time for bets, please. Ja, bestimmt, ne? Let's see those chips, please. Place your chips. Ja, ich meine, ich dachte halt, beim Steinbruch ist es eher gewollt, weil ich meinte, erstmal rauszufahren und so, das dauert halt. Dachte ich halt, die freuen sich da eigentlich eher drüber. Aber anscheinend nicht. Vielleicht waren es auch die falschen Leute an der falschen Zeit. Oh, ach, was vergessen. 10. Wollt ihr nur nett sein?
And 17. All right, Blackjack. Showing 19. Ich nehme gern was, die dann trinkelt, aber bitte geh. So, da wäre ich auch schon. Okay. So, dann gibt es hier einmal unser Big Menü. Ja, danke schön. So, das Fischragout, den Lachs-Tatar, eine Beilage dazu, den Caesar Salad und die Minzlimonade. Ja, wunderbar. Herzlichen danke Glückwunsch. Schön. Ja, danke. Ich habe echt damit nicht gerechnet und dann wurde ich irgendwo markiert. Ich dachte, was ist jetzt los? Ja, ja. Habe ich das gesehen? Ja, hat mich gefreut. Man gewinnt eigentlich so ziemlich gar nie im Leben. Ja, und dann kommt man sowas, ne? Ja, richtig. Nee, hat mich echt gefreut. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Gut, dann lasse ich mir das mal schmecken und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und Ihren Kollegen. Und wenn Sie ihn geschmeckt hat, empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Das mache ich gerne. Ich denke, das schmecken mir, weil ich mag generell Fisch und Meeresfrüchte. Ich mag das. Ja, perfekt. Bin ich gespannt. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, Ihnen auch. Danke. Dankeschön. Tschüss. And 8. 10. Vorteilhaft, würde ich sagen, ne? Es ist auf jeden Fall besser gewesen, als die ganze Zeit darum zu stehen, zu zweit oder so. Ihr könnt euch gerne was suchen, was ne, ihr so unternehmen wollt. So, da bin ich euch komplett, also gebe ich euch komplett offene Hand hier. Mhm. Und wenn ihr noch einmal schaut, ob die ganzen Tische irgendwie alle richtig eingerichtet sind oder whatever. Kreativität, ne, ausleben hier. Mhm. Sehr gerne. Hat sich gestern noch der, wie hieß er denn nochmal, dieser Pierre nochmal hier angetroffen? Ich hatte den gestern beim hungrigen Rex getroffen und der war so zerknirscht, dass er keinen Job beim Bauernhof bekommen hat. Da habe ich ihm gesagt, ja, versuchen Sie es doch mal beim Pearls. Kann sein, dass der hier war. Der wollte, ja, anpflanzen. Herr Fuchs war das, ne? Genau, richtig. Herr Fuchs. Ja, den habe ich aufgeschrieben. Ich weiß noch nicht, wie ich da denke. Ich habe so viele Bewerber noch hier. Showing 6. Der tat mir halt gestern so leid. Da stand ich, stand beim Rex und habe mir gedacht, Mensch. Bauernhof ruft an. Lieferung wahrscheinlich. Nee, Lieferung noch nicht. Was geht bei dir? Hi! Nee, auch nicht viel. Arbeiten seit... Warte, lass mich gucken. Seit 14 Uhr. Ui! Und ich habe meine Überstunden fertig und... Jetzt ist richtig viel Geld. Schön. Naja, ich gar nicht. Also ich... Theoretisch habe ich jetzt meine Mindeststunden abarbeitet. Und alles, was darüber jetzt kommt, wird mir halt dann heute Abend noch ausgezahlt. Oh, okay, das ist schön. Weil schön. Ich meine, ich habe jetzt 16 Stunden chips, insgesamt please. Schon und wir sind ja gerade beim Donnerstag. Mhm. Und ich kann auch das Wochenende jetzt komplett chillen oder ich sag jetzt, ich brauche ein bisschen Geld und dann, ja. Ja. Wie sieht's denn aus mit deinem Galaxy? Wie ist das mit Arbeiten? Ach so, stimmt, das ist ja gesagt. Freue ich mich schon drauf auf meinen Arbeitstag. Ja, dein CEO ist auf jeden Fall sehr interessant, sag ich mal. Was hat er gemacht? Mhm. Der Inhaber oder der Chef? Also der ja. Tarek heißt er doch, oder? Ja, das ist der Inhaber. Ja, genau. Tom ist der Sicherheitschef. Naja, er hat sich irgendwie sein Kreuzband gerissen. Wow. Okay, und dein wo? Chef macht jetzt nicht, dein Chef macht Faxen. Sagen wir es einfach so. Weiß dein Chef, dass es schon E-Mails gibt? Also Faxen ist ne, schon... Oh, nee. Oh, Junge, das ist so unlustig. Ihr lacht aber alle gerade. Ja, so der ist schon wieder so flach. Der ist so flach, der ist schon wieder witzig. Ja. Speed-Dating ist doch Montag auch, ne? Hier, oder? Ja, was? Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, wann ich nicht da bin. Ja. Das finde ich mir ja ganz und gar nicht geben. Ich habe ungelogen, ich habe... könnte auch unterhaltsam sein. Also ich wollte gerade sagen, wenn du diese Einstellung hier schon zutage bringst, von wegen, da bin ich auf jeden Fall nicht da,
dann müssen wir mal ganz kurz ins Büro gehen. Hä, ich habe hier schon Überstunden. Dann müssen wir uns noch unterhalten, Fräulein. Ich habe hier 16 Montag Stunden schon. Ist ein neuer, ist eine neue Woche. Na, da musst du deine 14 Stunden von neu anfangen. Ach ja, und ich habe dann auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es werden immer wieder solche Events kommen. Und wenn du dann da sagst, von wegen, das ist mir unangenehm, dann, ne, so, nein. Nee, solange ich jetzt hier nicht im Kaninchen- und Häschenkostüm rumlaufen muss. Ich muss Montag halt zum natürlich, halt nackt mit Hasenohren. Also, was, also ihr seid in einer ganz normalen Arbeitsklamotten und ihr müsst auch nicht bei dem Speed-Dating mitmachen. Oh, okay, gut. Okay. Gut, dann stehe ich dann hier und bediene die Gäste. Nein, Spaß. Also Tyler, sollen wir dir neue Arbeitskleidung besorgen? Also kein Problem. Also. Nein. Hasenohren. Nein, halb nackt. Hasenohren. Reicht schon, dass ich den Rucksack aufhabe. Ja, reicht schon, wenn du diesen Teddy auf den Rucksack aufhabst. Das ist schon Freitag genug. Gleich mal für Tanner notieren, für Kyla neue Arbeitsleitung besorgen. Place your chips. Es hat sich gestern bei mir jemand per SMS, per E-Mail gemeldet. E-Mail. Was? Ja, ich habe gestern ein Foto auf meinem Whistle-Account gepostet und dann kam eine E-Mail von Lennox Bergmann. Wie geht's dir denn? Darf man dich kennenlernen? Eine E-Mail, oh, wie süß das ist. Ja, er hat ja meine Telefonnummer nicht. Ja, aber woher weiß er deine E-Mail? Ja, er hat wahrscheinlich auf meinem Whistle-Account, da steht ja meine E-Mail-Adresse drauf und da hat er dann gesagt, okay, ich schreib ihr mal. Das ist doch niedlich. Also ich hätte ein Telegramm gesendet. Das ganz armondisch. Die gleich mal Morsen so, oder wie? Nee, Telegramm gesungen. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wildfremder schreibt einem Hallo. Ich kenne die nicht. Anscheinend hat er dich sehr gern. So, dass ich versuchen, du hast mein Foto auch gesehen. Ich sitze am Strand. Yes. Alleine. Ja, guck, er dachte, vielleicht kannst du Gesellschaft gebrauchen. Kann ja alles sein. Ich habe keine Ahnung. Außerdem hebst du dich tatsächlich mit deinem Bild tatsächlich ab, was so an sich so gepostet wird. Ich habe vorhin ein Mädchen gesehen, das hatte einen Reißverschluss am Hintern an ihrer Hose. Und der war auf. Was? Was? Ja, was? Also, zeig. Ich muss gucken. Warte. Ich müsste. Das war vor. Wo war es? Ist es gelöscht? Nö. Zu aufreizend? Ob ich mein nächstes Foto jetzt auch. Ah, nee, hier, vor 2 Stunden. Die heißt Lara. Und da steht dann, please enjoy. Und ist einfach an ihrer Hose ein Reißverschluss. Also am Hintern. Habe ich auch noch nie gesehen, dass man das so trägt. Also. That's 12. Vor 2 Stunden. Ich bin gerade. Okay. Und ich meine, wenn man so entscheiden darf, so wenn der so ein Bild sieht und dann so ein Bild von Kate, dann denkt er sich, er schreibt dann vielleicht doch lieber Kate an, wenn das ein vernünftiger ist. Ja, gut, das stimmt. Ist das diese Andockhose? Die zum Schnellandocken? Wahrscheinlich. Was? Reißverschluss auf. Reißverschluss auf, Hose runter, los. Genau. Nee. Ja, so hört sich das dann an, wenn die Hose auf ist. Ja, genau. Ich hab gerade Bilder im Kopf. Nee, ey. Lucky 21. Mist, zwei Leute denken. Mein Schulterteufel ist gerade nicht da, der ist gerade woanders. Okay, ich frag nicht. Willst du was trinken oder essen, Cedric? Ja, was essen würde ich gerne. Was willst du denn? Ja, da. Ganz kurz. Lachs-Tata, Fischragout. Fischragout, das klingt doch gut. Okay, bring ich dir. Sitting at 15. And busted. Das läuft hier gleich ab. 16. Das läuft bald ab. Da muss ich das sofort essen. Fischragu. What? Ich gebe ihm das, dann kann er es essen. Es ist am besten direkt, bevor es ungenießbar wird.
Weil tatsächlich hatte ich das gestern Abend, war ich bei einem Steakhouse und da hatten die mir ein Honigbrötchen gegeben. Und ich weiß nicht, in der Phase, wo es mir gegeben hat, ist es eventuell einfach, hat einfach angefangen zu schimmeln aus dem Nichts. Es war so ekelhaft. Ich habe das so aufgemacht, die Tüte, und ich so, ich glaube, das ist nicht mehr gut. Und er so, hä, wieso? Und dann gebe ich ihm das. Oh, ja. Was? In dem... Und das als Startup ist natürlich dann auch, aber hat gesagt, ist nicht so schlimm. Bei diesem Steakhouse im Park, oder was? Oben bei Sandy Shores. Ah. Wo wir mal ein Motorrad getunt hatten. Ach da, ach, ja, stimmt, ja. Ich muss aber sagen... Ich hab dich unterbrochen, sorry. Ich hab bei Whistle gesehen, dass es beim Hungrigen Rex ein Obstsalat dazu gibt, bei jeder Bestellung. Ja, die, das ist ja auch so eine deutsche Küche. Der Obstsalat ist übrigens sehr lecker. Der ist super fruchtig. Mm, ich hab mir dieses vegetarische Menü geholt. Ich muss sagen, boah. Es gibt ein vegetarisches? Ja. Gibt es? Der Gemüseteller. Zwei gefüllte Paprika, zwei Obstsalat, vier Getränke. Ja, die haben auch echt geile Getränke, muss ich sagen. Ja, den Apfelsaft. Der ist richtig schön lecker, fruchtig. Ja, die haben was anderes. Also sie haben mal was anderes, ein bisschen abwechslungsreicher zu dem, was du so in der Stadt kriegst. Weil da kriegst du halt legit nur Eistee. Ja, Eistee, was ist es noch? Ja, Eistee überall. Saft gibt es auch noch? Ja, Holundersaft gab es. Genau, den hatte ich mal, der wäre auch sehr lecker gewesen. Ja, stimmt. Hm, den bieten sie auch an. Hier, wie heißen sie? Diese mit der Kuh? Üdermilken. Ja, die haben ja Milchshakes mehr. Ja, ja, die haben aber auch Frühstücks- und Abendgerichte. Und dann bin ich heute... Eigentlich war es nicht früh, also es war schon Mittag. Aber die hatten halt noch was da gehabt. Und dann habe ich das abgeholt, habe ich mir so ein Salami-Sandwich geholt, Orangensaft und so. Ein ganzes Menü für... Weiß gar nicht, warte. Und 14. Wir waren da alles drin. Da, wo wir unseren Milchshake getrunken haben, da genau. Und genau, ach, da. Ja. Ja, ein Rührei, Orangensaft und ein Salami-Sandwich. Man konnte halt entweder ein herzhaftes oder ein süßes Frühstück haben. Und habe ich das geholt und dann bin ich zu Scotty runtergefahren, weil der arbeitet ja bei Benny's die ganze Zeit, von morgens bis abends. Den kriegst du da nicht weg. Da habe ich ihm noch was zu essen beigebracht. Bevor der hier mir noch verhungert, dachte ich mir. Weil Tite hat mich halt verdonnert, zum Ölfeld zu fahren. Zum Steinbruch. Let's begin. Weil einfach rumfahren, Leuten Essen anbieten, besonders da, wo die dann arbeiten, ne? Das ist immer für die ätzend, wenn sie rausfahren müssen. Deswegen, wenn sie was essen, dann sind sie froh, wenn da eigentlich jemand hinfährt und ihnen so Essen anbietet. Also die Ölfelder fanden das, die Leute da fanden das echt cool. Die haben mir auch super viel Trinkgeld gegeben. Also ich würde sie auch mal empfehlen, da hochzufahren. Aber beim Steinbruch waren die so unhöflich. Die meinten dann so, ja, ich nehme was, aber du hast hier nichts zu suchen. Kannst ja dann, bitte geh dann weg. Wow. Ein auf den. Und da war nur einer, der bei, hier, wie heißt es, dieser Burger-Shot gearbeitet hat. Der musste das auch machen. Der hatte mich verstanden, weil ich, du musst mir vorstellen, alle Trucks da, alle abgerosteten Trucks sind da gefahren und ich mit meinem blauen Panto da rum, das sah so komisch aus, dann stelle ich da aus, komplette Schickimicki-Kleidung, ne, und die denken sich so, was zur Hölle macht die da? Und dann was macht diese Barbie da? Ja. Und dann hat der eine mir dann 100 Euro Trinkgeld gegeben, meinte so, 100 Dollar Trinkgeld gegeben, meinte so, hau einfach ab, bitte. Oha. So, okay, danke, aber... Okay. Danke, du Arsch. Bitte jemand die Leitstelle? Ja, klar, mach ich. Danke. Nochmal Da werde ich definitiv öfters nochmal hochfahren zum Ölfeld. Weil die waren echt dankbar, dass sie da nicht abhauen müssen, um Essen zu essen. Weil das Ding ist, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest, die Preisprognosen für... So dieses ganze Zeug, was sie abbauen, Öl und so, sinkt gerade enorm. Oha. Also alles fast sinkt. Oh gut, jetzt geht's wieder. Einiges steigt, aber
Das meiste sinkt. Und ich glaube, da sind sie froh, wenn sie nicht extra Sprit verbrauchen müssen für. Na, schon klar. Gut. Ich habe denen das auch ein bisschen günstiger angeboten. Habe das dann aus meiner Tasche bezahlt. Weil, keine Ahnung, so die verdienen schon nicht so viel und dann biete ich denen da so voll teures Essen an im Vergleich. Mhm. Aber viele haben sich echt gefreut, die waren super nett. Haben sie da alle Öl gepumpt, Junge. Das sah echt lustig aus. Waren so viele. An einer Säule. Tja. Haben sie denn eigentlich für Abendgerichte? Warte mal gucken. Ah ne, haben sie rausgenommen. Was ist das denn? Ich hatte mich auch von richtig verjagt, weil hat mich die Polizei angehalten, wo ich mit dem Panther unterwegs war. Mhm. Dann dachte ich mir so, oh Gott, bin ich jetzt so schnell gefahren, bin ich nicht. Und bin ich irgendwo hingefahren, wo ich nicht durfte. Aber es war halt nur so eine Kontrolle, weil die Essen haben wollten. Wow. Ja, die haben mir Essen abgegaudert. Oh, wow. Erst dachte er, ich wäre von Übermilken. Mhm. Und wollte halt so Schokodrink oder so. Mhm. Dann meinte ich so, nee, wir haben noch, ich habe nur Fisch. Sieht man eigentlich am Auto. Ja, ja. Nee, aber vielleicht die farbliche Gestaltung, vielleicht dieses Farbschema ist ein bisschen ja auch an, bei Udermilken so. Ja. Und jemanden, wo wir da so stehen, quatschen und sagen so, yo, ne, er, dann muss er gleich nochmal so ein Panto anhalten davon. Auf einmal fährt da so ein Panto einfach wirklich vorbei. Und er so, warte, wir kommen gleich wieder. Hat ihn angehalten und da auch noch aufgegaunert. Wow. Das ist Leben. Das wäre auch cool. Wenn man so, wenn, das würde ich auch ausnutzen als Polizist. Wenn so ein Panto von einem Unternehmen da ist, warum nicht? Okay. Oh Gott. Jetzt kommt hier Musik. Wo kommt Musik her? Wir haben. Ein DJ? Eigentlich ist da hinten. Ja, da hinten ist doch ein Pult. Warte. Ach, da, genau, da hinten. Ja, ja. Oh. Also hier, ne? Was fährt denn da? Warum fährt er ein Krankenwagen? Was? Huch! Oh, was ist da denn passiert? Vielleicht ist auch nichts passiert und die brauchen nur was zu essen? Ja, oh, unsere Stammkunden. Jo. Ja, okay. Jo. Dein Handy hat gerade geklingelt, deswegen. Ach so. Wir beobachten alle so. Ich glaube, da kommt unser vegetarischer Freund. Ich mache ihn schon mal die Nudeln und so. Darf ich schon mal die Pfanne heiß machen? Weg, sonst kommt das ein bisschen komisch. Der guckt so nach oben, denkt sich so, okay. Du bist ja schnell hinter den Tresen stellen. Ja, ganz schnell. Oder so. Oder so, das geht auch. Lalalala. So. Ja. Was wolltest du sagen? Nichts. Warum? Nee, damit wir nicht so offensichtlich da am Fenster gestanden haben, sind wir jetzt schnell hergelaufen. Oh, da kommt. Ich geh mal kurz eine rauchen, ne? Mhm. Genau, dann wenn kommst die kommt. Du mit? Kommt. Du bist mir eine da. Ein wunderschönen. Hallo. So, wieder, so wie immer. Ja, ihre Mahlzeit wird gerade fertig gemacht. Ganz frisch. Ich wusste es. Haben Sie eine Toilette hier rein zufällig? Ja. Komm mal mit, Ben. Wir müssten dann einmal dort durch die Tür, über die Brücke und dort sind dann die Toiletten. Oh, danke. Genau. Der Medic 44 hat sich 1042 gemeldet. Gleich. Okay, hi. Medic 11 auch wieder hier? Ja, die 11. Du bist die 11? Ich bin die 11, ja. Ich koch dir deine Brokkoli-Sahne-Dingens, ja? Legendär, dank dir. Er hatte sie schon von unten gesehen. Ja, ich hab euch nur gesehen. Ich so, oh, die machen das gerade. Die machen das garantiert gerade. Oh. Ja. Krieg ich jetzt eine Stempelkarte mit? Warten Sie.
Ranger, ich glaube, wir sollten für einige wirklich so eine Stempelkarten einführen. Schwierig umzusetzen. Ne? Ich weiß. Ist sehr, sehr viel Arbeit dann. Ja, ich weiß. Hier, kannst du ihm geben. Ich hoffe, mhm. Die vier reichen. Wenn nicht, soll er gerade nochmal Bescheid sagen. Denn... Okay, mach ich. So, ich habe jetzt vier Teller voll für Sie. Oh, ja. Kann ich noch irgendwas zu trinken noch dazu anbieten? Ja, der Kollege nimmt was zu trinken. Ich würde zwei Minze nehmen und ihr hattet Eistee, ne? Ja, haben wir. Dann nehme ich noch zwei Minze für mich und dann zwei Minze und zwei Eistee für den Kollegen mit. Also vier Minzlimonaden insgesamt und nochmal zwei Eistee obendrauf. Genau. Okay. Und das geht alles auf eine Kappe. Alles klar. Dann einmal kommt hier jetzt der Eistee. Ja. Die vier Minzlimonaden. Ja. Und die Nudeln in Brokkolisahnesoße. Ihr wisst gar nicht, wie Glück ihr mich jedes Mal macht. Och, das machen wir gerne. Und jetzt kommt aber die bittere Pille. Das sind 200... Nee, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Reichen dir die vier Portionen? Ja, die reichen. Also alles Beste. Die müssen für den Tag reichen, ansonsten... Ja, ansonsten kommst du mal vorbei. Ja. Sechs Portionen habe ich noch da. Boah, ich weiß gar nicht, wie... So, einmal hier mit der Karte drauflegen. Perfekt. Mal also, so eine doofe Frage. Willst du das jeden Tag haben? Weiß ich noch nicht. Ansatzweise. Bis ich meine eigene Bude habe zum selber kochen, vielleicht mal. Ja, das ist so eine Frage. Ich meine, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich das jeden Tag bestellen muss für dich. Kannst es auf jeden Fall garantiert, komme ich hier hin dann eigentlich, ja. Also vier auf Vorrat wäre mindestens für mich parat. So. Ja, okay. Ich aber für mich nächstes Mal bitte so einen Schuss mehr Zitrone. Das wäre richtig geil in der Soße. Warte kurz. Klar. Ich glaube, er macht jetzt gerade noch mal eine Zitrone fertig. Oh, ich hab dir eine eingepackte Zitrone gegeben. Eine halbe. Oh, danke, ja. Sehr schön. Ja, die kippe ich mir gleich drauf. Genau, träufelt sie da selber einfach drauf. Er halt die Hand unter und da sind Kerne drin, ne? Ach, zur Not esse ich die mit, verdauen die gut. Nein, Spaß. Wächst dir auf einmal Zitronenbaum aus den Ohren. Oh, oh. Oh, oh. Das ist eine Lüge, das hat mir meine Mutter auch immer erzählt. Ja, ne? Ich sollte auch nie Melonenkerne essen, denn dann wächst eine Melone in meinem Bauch. Mhm. Ja, natürlich. Und Kaugummi durfte ich niemals essen. Ich glaube, deine Mama hat das mit dem Bierchen und dem Blümchen falsch verstanden. Ja, auch. Ah, ja. Bierchen und dem Blümchen immer, ja. Eine Melone in deinem Bauch. Das hat sie gesagt. Ja, nicht. Hast du eine Schwester, eine kleine? Ich habe eine Zwillingsschwester. Eine Zwillingsschwester, okay. Ja. Aber hast du auch eine kleine Schwester oder so noch daneben bei oder was? Oder ich habe nur noch einen großen Bruder. Achso, ja, wäre witzig gewesen, wenn dann deine Mama nochmal schwanger gewesen wäre. Ja. Und so Mama, der wächst eine Melone in deinem Bauch. Ja, wieder scheiß Kerne gegessen, ne? Auch nicht schlecht. Oh, ja. Aber ich habe das, glaube ich, zu fast jeder Schwangeren damals gesagt. Wenn wir spazieren gegangen, ja. Mama, guck mal, da wächst eine Melone, total laut. Das war meiner Mutter so peinlich. Aber ich hab's geglaubt. Schlimmer wäre es einfach zu sagen, ist sie einfach nur fett? Ja, das wäre bei mir so wahrscheinlich. Oder das. Nein, sie war schwanger. Also so. Das sah man halt. Ach so. Also eine Melone. Ja, eine Melone. Ach ja. Oh Gott. Wird schon wieder wild gefunkt hier. Ach ja. Sag lieber nicht das verfluchte Wort mit R.
Also mir soll es egal sein. Welches verflucht der Wort mit R? Wenn man im Dienst ist mit R. R-U-H-E. Ach, einen ruhigen Tag wünschen darf man nicht. Ah, ah, das ist so. Gejinxt. Ja. Ja, dann wünsche ich dir einen anstrengenden Tag. Och, mir soll es egal sein. Wenn das, also Gegenteiltag, oh wow. Ich liebe es eigentlich tatsächlich im Blut zu stehen, so mehr oder weniger. Weil schon wieder geil, ich habe Arbeit zu tun. Du wirst geil, wenn du im Blut stehst. Ich bin sehr makaber, was das angeht. Merkt man. Ja, nach 12 Jahren. Vegetarier aber gerne Blut stehen wollen. Ich weiß nicht. 12 Jahre Rettungsdienst stumpft ab, also. Okay. Wenn du in dem Moment, wo du reingehst und du siehst einfach nur so eine ganz gerade blasse Leiche, die dich anschaust und so. Lieg ich daneben und kotze. Gleich. Ui. Also, wenn du hier mal essen kommst, dann mache ich dir ein Steak in Englisch, ey. Dann lege ich gleich daneben. Neben dem Steak. Ja, ich kann kein Blut sehen. Klingt verkehrt, aber naja. Also, das sagen viele, aber manchmal... Ich kann wirklich kein Blut sehen. Ich habe in Vancouver Blutspende mitgemacht. Ich habe bei einem da auf die Nadel geguckt. Ich bin ich lag dann da. Ich... Komplett kalkweiß. Haben Sie denn schon Blut gespendet? Ja, also hier nicht. Hier noch nicht, aber in Vancouver. Ja. Spenden Sie Blut, das ist wichtig. Ich weiß, ich wollte auch noch mal vorbeikommen. Weiß gar nicht, irgendwann was die Tage. Ja, das können wir direkt danach testen. Danach, okay. Ja, nee, das testen wir dort dabei. Achso. Genau. Gibt es da nicht so eine Schnelltest oder sowas? Ja, gibt's auch. Habt ihr sowas dabei? Hab's nicht dabei aktuell. Vielleicht ist einer im Rettungswagen, aber an sich brauchen wir es per se nicht. Und ich müsste es sofort in die Akte eintragen, bevor ich es vergesse. Ja gut, ich habe noch gar keine Akte bei Ihnen. Ja, kommen Sie zur Not einfach vorbei, Notfallkontakt und so eintragen. Habe ich nicht, ist okay. Du kannst auch mich eintragen, wenn du willst, als Chef. Stimmt, hast recht, damit du Bescheid weißt. Ja, das ist dann halt eben die Frage, wie weit, ne? Also, Auskunftsrecht so komplett alles oder nur so, jo Chef, sie ist nicht da, sie ist krank. Naja, falls sie vielleicht mal einen Arbeitsunfall hat und... Ja, zum dann, Beispiel. Ne, sowas halt. Wenn sie privat unterwegs ist, muss sie nicht, also ja, vielleicht, wenn sie möchte, natürlich auch, aber vielleicht kann man da helfen. Aber es kann ja auch passieren, dass ich von der Arbeit nach Hause fahre und da einen Unfall baue. Ja, das ist ja auch Arbeitsweg. Denn. Ja, auch gut, ja. Biggie? Achso, nee, hier gibt's keine Biggie. Ja. Ach ja. Ja, aber ich bin sehr abgestumpft und Sadist, also, ja. Aber dann wäre ja der Job ja voll was für Sie. Total. So. Telefonieren. Total. So, Sie sind verbunden mit der Leitstelle vom... Nein, Quatsch. Was? Ja. Ist es denn nur Blut oder alle Flüssigkeiten, die der Mensch so aussondern kann? Nur Blut. Also... Na, dann ist doch was. Ich meine... Vielleicht schon so ein kleines Hündchen? Ja... Es braucht nur eine kleine Schnittwunde am Finger sein, dann werd ich schon leicht blass. Also, das ist... Ich weiß nicht, woher das kommt. Let's get those bets in. Irgendwie mal was Traumatisches gesehen oder so? Keine Ahnung, wenn, dann kann ich mich dran nicht erinnern. Boah. Ich habe mich auch nicht gefragt, meine Eltern zu fragen. Also getraut, meine Eltern zu fragen, was da passiert ist. Dass das so schlimm ist bei mir. Oh, boah. Man weiß nie, ne? Ja. Gut, seitdem ich 18 bin, sehe ich Schlimmes. Ja. In den Schlund der Gesellschaft. Ja. Place your chips. Das macht immer noch Spaß. Das sollte es, glaube ich, auch. Wenn man dann keinen Spaß mehr empfindet bei dem Job. Ja. Ich mach das immer aus Leidenschaft. Ja. Ich glaube, ich komme dann heute mal so vorbei. Let's begin. Ja, gerne. Ja, ich wollte heute sowieso nur bis 8 Uhr machen. Und dann schaue ich doch mal vorbei. Okay. Dann tue ich was Gutes. Das stimmt wohl, das ist wichtig. Ich wollte eigentlich schon letzte Woche Samstag, aber da war dann so viel los. Ja, dass ich von hier nicht wegkam.
denken Sie dran, bringen Sie ein bisschen was Zeit mit. Sie müssen ja nicht alleine kommen. Nur sagen Sie, dass es Ihnen schlecht wird, wenn Sie Nadeln sehen, also... Nadeln? Nein. Bei Nadeln sehen, das ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt bei jemandem fremden Blut sehe, also mein eigenes kann ich sehen, aber... Das von Fremden ja, halt nicht. Also, ach so, ja. Als gesellschaftliches Ereignis so gesehen, so, hey, lass die ganze Firma Blut spenden gehen. Also wir hatten letztens 4 gestandene Männer dort. Und als wir dann, als dann die Dame gesagt, nee, ich habe zu denen gesagt, so, wir haben heute was in sie rein, kamen dann so, alle kreidebleich und so, Hilfe. Ja, also. Da wurden sie dann ganz klein und leise. Die Nadel ist ja nicht gerade klein. Ist schon richtig. Ach ja, wo bleibt denn der Kollege? Ja. Schau mal draußen. Machen Sie das. Chips, please. Schönen Abend übrigens noch. Ihn auch, danke. Chips, please. Let's see those chips, please. Sorry, all bets are closed. Oh, sorry. Hi. Hallo. Bleibst du jetzt noch ein bisschen länger hier? Nur noch eine Stunde. Also geht's, ich würde halt mit Cedric noch zum Steinbrunnen so nochmal fahren. Mhm. Und da ein paar Leute mal schauen. Und okay. Dann achte ich drauf, dass ich in einer Stunde wieder da bin. Ja, wenn es jetzt 2 Minuten später ist, ist auch nicht so schlimm. Okay. Ne? Ja, ich brauche eigentlich nicht so lange. Nee, ich wollte jetzt noch eine Stunde und dann wollte ich, habe ich jetzt mal spontan entschlossen, dass ich nachher zum Krankenhaus fahre und Blut spende. Oh, kann man Blut spenden? Mhm. Ab wann? Immer, wenn du... Eigentlich immer. Also letzten Samstag war eine Aktion, da wollte ich schon eigentlich hin, aber weil hier so viel zu tun war, habe ich es nicht geschafft. Und ich wollte heute sowieso nicht so lange machen, also habe ich gedacht, gut, wenn nachher so gegen 8, dann habe ich gedacht, dann fahre ich mal hin. Ja, ne? Hilft ja auch den anderen Leuten. Mhm. Wenn man das macht und was das. Eben. Gut, dann nehmen wir ein bisschen Essen mit und dann gucken wir mal, ob wir ein paar hungrige Mäuler stopfen. Ja, mach das. Okay. Ja. Und wenn du irgendwie, wenn hier... Ja? Was denn? Wenn die Leute die Bude einrennen, dann sag Bescheid. Ja, dann rufe ich an. Okay. Okay, bis nachher. Ciao, ciao. Bets are closed. Yeah. Let's 10. Begin. There's showing a 2. 16. There's a 7. A 4. Ja. Ja, Sekunde. Ja. Dann mache ich mal ein bisschen die Tische sauber. Meinen Lappen hin. Microphone muted. Oh, da bin ich wieder. Es sind jetzt, ja, ich würde mal sagen, fast 3 Stunden vergangen, seitdem der Alt-V-Server
also seitdem nachdem IDV jetzt restartet wurde, also immer neues Backup und so weiter, also neues, ne? Und ja, jetzt sind wir gerade hier. Ich mache jetzt noch ein bisschen RP, aber auch nicht mehr allzu lange. So, jetzt kann ich auch endlich wieder meine Animation nutzen. Ja. Hat jetzt noch eine Weile gedauert. Aber gut Ding will ja, wir bekanntlich ja Weile haben. Und wir sind wieder drauf und es ist jetzt relativ schnell auch gegangen, dass ich auf den Server rauf konnte. Ich habe normalerweise, sehr, sehr viel länger gebraucht, um zu joinen, immer in der Warteschlange zu sitzen. Das hat immer schon manchmal 5 Stunden jetzt nicht 5 Stunden, aber so, ja, 5 Minuten gedauert im Schnitt schon. Dass es jetzt doch so schnell ging, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Wir sind ja wieder da. Jetzt machen wir noch ein kleines bisschen RP. Wenn jetzt noch Leute kommen. Oder auch nicht. Kann ja auch sein. Ich werde mich jetzt erstmal hier ein bisschen hinstellen. Ein bisschen die Tische sauber machen. So. Alles ein bisschen ordentlich halten. So. Ne? Und so. Wenn gerade jetzt niemand da ist, naja. So. Perfekt. So sieht das doch schon mal aus. Hier vielleicht auch mal ein kleines bisschen was putzen. So, hier die ganzen Tellerchen, die Karaffen, die Tassen. So. Sehr schön. So, dann mache ich hier noch mal ein bisschen an der Theke sauber. Alles ganz entspannt. Tja, dann hat sich das heute auch wieder mit dem Blutspenden erledigt. Ja, ich hatte den Restart tatsächlich vergessen. Wahrscheinlich der eine oder andere auch. Aber naja. Sei es drum. Ist ja auch nicht so wild. Es kann ja immer noch mal passieren. Ich hatte mich halt nur gewundert, wieso auf einmal das Server nicht mehr ging. Also meine Animation. So. Jetzt mal gerade hier nochmal laden. So. Naja, so. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Wieso ist dieser sexy Medic noch Single? Keine Ahnung. Wartet mal. Ist das Pearls jetzt gerade auf oder hat es gerade... Ah ja, gut, ist auf. Sehr schön. Das war... Ach ja, das war das Galaxy. Richtig. Das war ja das Galaxy. Jo. Ich
Ich bin mir ja gerade unsicher, wer dann jetzt gerade alles im Dienst ist. Ich möchte jetzt hier ungern einfach jetzt abhauen. Kann ich das sehen? Kann ich hier sehen am PC, wer gerade im Dienst ist und wer nicht? Warte mal, ach hier, Speed Dating. Davon hat er ja, na, TJ gesprochen. Okay, Akten. Ah, ja, das ist... Das sind hier die Akten. Okay. Ankündigung. Okay, das kenne ich schon. Mhm. Einstellung. Also das kann ich jetzt wohl nicht... Das darf ich wohl auch nicht machen. Mhm. Speed Dating. Wann dann? Start 19.06.21.30 Uhr. Wie soll denn das funktionieren? Anfang, Ende um die gleiche Uhrzeit? What? Ich glaube, da wollte etwas anderes hingeschrieben. Sollte etwas anderes hingeschrieben werden. Mm-hmm. Meine offenen Akten. Da ist gerade nichts zu sehen. Okay. Aber ich kann auch hier jetzt nicht sehen, wer jetzt alles gerade im Dienst ist. Ja gut. Da oben, da hinten, ich sehe das von hier. Wartet mal, kann ich das ein bisschen so? Da hinten, das kleine Auto hinter dem weißen Auto. Das ist der Panto von Pearls. Weit sind sie nicht gekommen, würde ich mal sagen, nachdem der Server Ciao gesagt hatte. Ja gut. Ist ja auch verständlich. Ist ja vollkommen verständlich. So, dann gucke ich gerade mal noch in... Ich einmal hier rein. Vorkochen. Ja, ist gerade nur eher mau. Weil gerade nicht wirklich was da ist. Getränke. Ja. Salat und Caprese soll ja immer noch vorgekocht werden, wenn verlangt wird danach. Hm. Was ist das denn? Ein Glas Malibu. Ah. Ich verstehe. Fahrzeugschein Easy? Fahrzeugschein. Ach so. Ach, guck mal, den kann ich mir so mal auch mal anschauen hier. Easy Weenie, kompakt. Aha, Bild Benziner. Schadstoff Klasse 2. Das war ja sowieso klar, dass das ein Benziner ist. Inspektion, Tachostand 00. Das ist schön. Wir haben noch einen Fahrzeugbrief. Jo. Hat irgendeiner die Leitstelle gerade? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier keine Bringerando-Aufträge. Und Pearls ist auch unbesetzt. Ja, was soll ich jetzt machen? Bin gerade hier alleine. Alle anderen sind gerade ausgeflattert. Oder wollten ausflattern und sind nicht mehr da. Ob sie jetzt auch zurückkommen? I don't know. Ob sie gerade joinen oder es versuchen? Keine Ahnung, ich gehe mal gerade nach vorne. Von dort aus kann ich ja besser sehen, ob jetzt irgendwer kommt oder nicht. Okay, der Panto steht da noch. Will ich jetzt auch da nicht wegbewegen. All dieweil Kyla ja da wieder spawnen wird. Also der Char von Kyla.
Es ist schon ein geiler Anblick hier so von hier aus. Kann man echt nichts sagen, ne? Ach, guck mal, jetzt sehe ich sie. Jetzt da hinten, der Sponsor, jetzt. Jetzt habe ich sie gesehen. Moment mal, kann ich den Modus ändern? Ach, guck mal. Ah! Guck eine Show, das ist ja mal nice. So. Zack. Screenshot. Ja, ich habe jetzt dazugelernt. Ich werde ab jetzt immer meine Fotos, wenn ich sie jetzt auf Whistle veröffentliche, auch immer so zuschneiden, dass man nichts mehr davon sieht. Moment. Zack. So. Einmal speichern und fertig. Und schwuppdiwupp habe ich es einmal angepasst. Das war mir eine Lehre und das werde ich auch nie wieder tun. Das war ein ziemlicher Fehler, den ich gemacht hatte. So. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Es müsste das Foto sein? Ich glaube, ja. Ich denke, dass das Foto ist. Dass es das ist, was ich denke, was es ist. Ich hoffe es. Ich muss es gerade nur noch mal kurz abgleichen. Aber es ist das letzte auf dem 6. Ja, das ist es. Es ist schon Hammer. Ich werde jetzt auch immer mit Caitlin jetzt immer ein bisschen jetzt auch Fotos veröffentlichen, ein paar Fotos schießen und so weiter. Einfach nur, um mal ein bisschen was zu zeigen. So, jetzt mal wieder hier zurückgehen. Will's jetzt nicht? Will's gerade nicht. Will es gerade nicht. Naja, gut. Ich gehe mal wieder nach hinten. Gucken, ob irgendwas Gas da ist. Oh. Hallo. Hallo. Haben Sie offen? Ja, haben wir. Oh, sehr schön. Ich würde gerne zweimal das Special-Menü bestellen wollen. Zweimal das Special-Menü. Na klar. Genau. Darf es da noch ein wenig Eis für der Minzlimonade sein? Ja, klar, klar. Alles gerne. Klar. Dann setzen Sie sich ruhig hin. Ich mache das für Sie fertig. Jo, ich setze mich hin. Na klar. Zweimal das Special-Menü. Okay. And that closes out the bets. Let's begin. 3. Bitte dann zum Mitnehmen einpacken. Natürlich. Das wär super. Natürlich, kleiner Blick noch. Ja, klar. 19. So, bisschen Eis. So. Hier noch ein bisschen warm. So. Let's see those chips, please. So. Ach, sehr schön. Ich habe einmal den Auflauf noch mal ein kleines bisschen aufgewärmt. Oh, das ist super. So, einmal der Auflauf. Good luck.
Danke. Und die Minzlimonaden? Ja, Vorsicht, heiß. Und die Minzlimonade hingegen ist wieder grimm kalt. Ja, gute Kombi. Ja, ne? Oh, yeah, yeah. Hui. Dann wären das jetzt bei Ihnen $180. Yep. Ich mach Ihnen, genau. Einmal hier bitte die Karte auf das Lesegerät legen. Perfekt. Mhm. Wunderbar, hat funktioniert. Ach, super. Ist angekommen. Gut. Puh. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ihnen auch, Dankeschön. Lassen Sie es schmecken. Ja, natürlich, immer wieder. Tschüss. Ciao. Ich hab den noch herumflitzen sehen, aber dann auf einmal kam er so. Er war so schnell da. Ach, geil. Geil. Ist doch gut, dass man noch mal da ist. Got 18. Dealer wins. Thanks for playing. Oha. Was ist denn da passiert? Brand im Hafengebiet. Oha. Was ist Sandy Shores Choppers? Whistle, Fluch oder Segen? Was war denn hier passiert? Garagenbrand. Guten Abend, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wir befinden uns hier im Hafen am Schauplatz eines Brandes, der eben stattfand und gelöscht werden konnte. Neben mir steht Feuerwehrmann Erik Grünewald. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Grünewald, was hat hier genau gebrannt? Ja, wir wurden kurz nach 20 Uhr wurden wir durch unsere Leitstelle, durch einen aufmerksamen Bürger über einen Brand im Hafengebiet informiert. Vor Ort fanden wir dann eine Garage in Vollbrand. Die erste Priorität von uns war, ein Ausbreiten auf nebenstehende Gebäude zu verhindern. Das zum Glück gelungen. Wir konnten dann im Weiteren die Flammen erfolgreich bekämpfen und ungefähr so um 20.30 Uhr Feuer ausmelden. Die Garage, die wir da hinter uns sehen, die ist leider aufgrund der hohen Hitzeeinwirkung, ist sie fast vollständig ausgebrannt. Genaue Angaben zur Brandursache kann ich aktuell leider nicht geben. Ich möchte mir aber hier die Gelegenheit nochmal nutzen und mich bei dem aufmerksamen Bürger bedanken, der uns so vorbildlich alarmiert hat und schließlich dafür gesorgt hat, dass jetzt nichts Schlimmeres hier passiert ist. Als wir hier angekommen sind, haben Sie uns darüber informiert, dass es ein besonderes Risiko hier im Hafen gibt. Können Sie das einmal erläutern, warum das so bedenklich ist, wenn es hier brennt? Ja, das Problem im Hafengebiet ist natürlich, man hat jede Menge Container, wo für uns erstmal, die Beladung unbekannt ist. Sehr viele Lagerhallen, ist Umschlagplatz hier. Für alle möglichen Güter, die nicht nach außen hin immer unbedingt ersichtlich sind. Das heißt, alles, was hier unten im Brand stehen kann, kann potenziell auch mal giftige Sachen beinhalten, explosive Sachen beinhalten, sehr stark brandfördernde Sachen beinhalten. Also es kann ziemlich gefährliches Zeug hier überall mal unterwegs sein, wo man auf Anhieb halt nicht direkt drauf schließen kann. Deswegen ist es gerade in so Industriegebieten und jetzt auch im Hafengebiet immer sehr bedenklich und gefährlich, wenn es dort zu einem Brand kommt. Gefährliche Gase sind hier aber nicht ausgetreten, oder? Nein. Die Garage, die jetzt gebrannt hat, die wurde wahrscheinlich als Lagerraum oder dergleichen genutzt. Wir konnten da jetzt nicht irgendwie irgendwas Besonderes drin ausfindig machen. Es war auch in der Garage jetzt nicht allzu viel drin. Ist halt, wie gesagt, einmal komplett ausgebrannt. Eine Gefahr ist jetzt hier aber nicht ausgegangen. Die größte Gefahr, die wir am Anfang hatten, war die Brandausbreitung auf umherstehende Gebäude. Aber das konnten wir zum Glück, dadurch, dass wir so rechtzeitig alarmiert wurden, konnten wir das verhindern. Ja, vielen Dank. Ich denke, ich kann Ihnen im Namen aller Bürger von Los Santos danken für Ihren Einsatz. Auch vielen Dank für Ihr Interview, Herr Grünewald. Ja, Dankeschön.
Dann, liebe Bürger, schönen Abend noch. Mein Name ist Edie Bennett für Weaselnews. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hi. Hallo. 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 Hallo, guten Abend. Hi. Wie kann ich Ihnen helfen? Soweit. Ich will gerade mal eure Karte raussuchen. Mhm. Sehr gern. Das ist gerade nicht so einfach. Soll ich Ihnen dann sonst vielleicht, Ja, sagen Sie mir das. Sagen, was Sie auf der Speisekarte haben. Okay. Ich will, ihr habt ein kleines Menü und ihr habt so ein großes Menü für 190 ja. Euro. Wie wird das? Richtig, also das kleine Menü, das kostet $100, das große ja. 190. Genau. Dann haben wir noch ein Special Menü. Dort ist ein Nudelschinkenauflauf dabei mit 2 Minzlimonaden. Also das ist aber neu. Nee, das haben wir schon länger. Das Echt? Hieß vorher, das hieß früher Mittagsmenü, jetzt haben wir es als Special Menü umgemünzt. Ja. Okay. Da sind 2 Nudelschinkenaufläufe und 2 Minzlimonaden dabei. Ja, und beim Small Menü haben wir 2 Fischragout, ein Lachs-Tatar und 2 Minzlimonaden. Und beim Big Menü, da ist halt beim Fisch und beim Lachs-Ragout jeweils eine Mahlzeit mit dabei, also ein Teller mit. Mehr dazu. Ja. Und mehr, und glaube ich, auch ein bisschen und, mehr dazu. Genau, und 2 Minzlimonaden, das ist richtig, ja. Genau, das nehme ich. Sie nehmen dann ein Big Menü. Ja. Achso, und dann ja. bekommen Sie noch eine Beilage auf Wunsch gratis dazu. Also, nicht gratis, aber die kommt noch mit dazu. Okay. Da wäre einmal Caprese, also ja. ein Mozzarella mit Tomate oder einen Caesar Salad. Dann nehme ich Caprese. Caprese, alles klar. Ja, möchten Sie dann noch Eiswürfel zu Ihrer Minzlimonade dazu? Bitte. Alles klar. Bei der Wärme hier momentan. Ja. Das stimmt. Habt ihr die Klimaanlage hier, ja, ne? Ja, hier die ganzen Ventilatoren. Die wedeln immer schön Luft in meinen. Das ist zum ersten Mal jetzt. So, guck mal. Immer bloß hierher, um das Essen zu holen. Man sollte sich. Oder die Aussicht hier draußen, die ist immer schön. Die ist herrlich, da gebe ich Ihnen recht, ja. Ja. Dann setzen Sie sich doch einen kleinen Moment. Ich komme dann gleich und bringe Ihnen das Essen. Okay. Danke. Ja, bis gleich. So. Sorry, all bets are closed. So. There's a 10. Und there's an 8. So. Have 16. $21 on the table. An 18. So. Da wäre ich schon wieder. Oha, das ging ja schnell. Ich steh auf. So, einmal die Minzlimonaden. Danke dir. Das Lachs-Tatar. Danke dir. Dann einmal das Fischragout und die Caprese. Sehr schön. Bitteschön. Danke, ihr macht den besten Fisch. Kann man bloß immer wieder sagen. Dankeschön fürs Lob. Ich stelle Ihnen dann einmal eine Rechnung über $190 aus. Mhm. So, einmal hier bitte mit der Karte aufs Kartenlesegerät. Ja, aber warte kurz, meine Karte ist nicht mehr die schnellste, warte. Yep. Das dauert ein bisschen. Ich hab's irgendwie so eine Karte. Ich hab's lasst immer in meine Arschtasche irgendwie und dann setze ich mich immer irgendwo drauf und dann kriege ich. Ja, jetzt geht's erst. Das dauert nur ein bisschen länger. Ja, jetzt habe ich es erhalten. Ja, perfekt, sehr das schön. Stimmt irgendwie der Chip kaputt. Oh, vielleicht zu einer Bank gehen und mal Bescheid sagen, dass sie dann eine neue Karte bekommen oder so. Die geht ja aber noch. Sollte man nur nicht zu sehr ausreizen. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Das stimmt. Dann kann man kein Geld mehr abheben. Richtig. Ja, du hast recht. Wird die eingezogen, dann war's das. Ja, du hast recht eigentlich. Ja. Wäre ein schlauer Zug mal zu machen, ja. Gott sei Dank gibt es hier genügend Banken in der Nähe immer. Das stimmt auf alle Fälle, ja. Sind uns ja nicht immer. Ja, das stimmt. Ja. Kann nicht sagen, dass die jetzt unfreundlich sind oder so. Ja. Aber die sind mir meistens immer zu nett, wisst ihr, was ich meine? Ach so, richtig arschkriecherisch? Ja. Ah, okay. Oh. Ich bin jetzt so ein Fan, der, wenn man so richtig so... Hallo, na, wie geht's dir? Ach Gott. Mm. Ich
da immer Fieber. So übertrieben freundlich, ne? Ja. Besser einfach normal sein. Ja. Meine Güte, man muss nicht immer so nett sein. Auch diese ganzen Anwälte oder so, die sind immer auch übelst nett. Keine Ahnung. Ja, gut. So ist das halt manchmal. Ja. Okay. Na, aber manch einer ist halt auch von Natur aus einfach freundlich und hilfsbereit. Ja, das stimmt. Also ich bin ja auch nett und hilfsbereit, aber in Maßen. Ja, natürlich. Natürlich. Genau. So, dann will ich dich jetzt nicht weiter ablenken von deiner Arbeit. Ach, alles gut. Ich habe ja gerade kaum was zu tun. Ja. Ist ruhig heute bei euch, oder? Ja, ein bisschen. Bin gerade hier alleine. Die Kollegen sind gerade noch unterwegs, glaube ich. Fische holen, Bestellung vom Bauernhof wahrscheinlich, ja. Einer muss die Stellung halten. Das stimmt allerdings. Aber ich glaube, ich werde auch nachher Feierabend machen. Es wird langsam spät. Ja, ich war halt auch von halb ins Arbeiten. Das reicht irgendwann mal. Okay. Irgendwann reicht's wirklich. Ja, man darf es doch nicht mehr übertreiben. Man muss sich auch ein bisschen Freizeit gönnen, mit Freunden was machen. Unterschreibe ich vollkommen. Richtig. Da gebe ich Ihnen recht. Genau. Gut, dann lassen Sie es sich auf jeden Fall schmecken. Danke. Und wünschen dann noch Abend. Gleichfalls, Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank. Ich muss duzen, kein Problem. Okay. Ich bin noch jung. Ja, ich auch eigentlich. Ja, okay. Aber, ja, das Anstand ist die Höflichkeit. Richtig, Gastronomie, genau. Anstand und so. Ja, richtig. Können wir uns das Ende reichen, kenne ich. Okay. Dann macht ihr einen schönen Abend auf alle Fälle, ne? Lass dich nicht mehr ärgern. Nein, um Gottes Willen. Ne? Und dann, man sieht sich irgendwann mal bestimmt. Na klar. Bis dahin. Bis dann. Schönen Abend noch. Jo. Alright, bet's in. Hopefully we'll see you again. Ich rufe mal gerade Kyla an, wo sie ist. Hallo Kyla, ich bin's. Du sag mal, wo seid ihr gerade? Ich bin gerade vorm Pearls. Ach so, weil ich wollte fragen, wann... Wie hoch brauchst du? Nee, ich wollte eigentlich fragen, wann ihr da seid, weil ich wollte langsam einen Feierabend. Ja, ich komme gleich hoch. Okay, nee. Place your bets, folks. Ja, dann lass die Zeit, alles gut, ich bin hier. Okay. Chips down. Okay, dann bis gleich. Jo. Ciao. Okay, perfekt. Das ist doch okay. All bets are closed. Let's begin. An 8. And a 3. A 17. An 18. There's a 13. A 15. And there's a bust on the house. Bets, please. Chips, please. Sorry, all bets are closed. 3. A 10. There's a 7. There's a 16. There's a bust. And blackjack. Win goes to the dealer. All right, bets in. Chips down. All bets are closed. Let's begin. 7. There's a 10. Have 16.
too much. A 14. Till next time, there's a 17. And the dealer wins. Hier hat jemand seine Schuhe vergessen. Warndreiecke. Da muss ich vielleicht nachher noch mal hin. Ein Warndreieck fürs Auto brauche ich hier auch noch. Das hatte ich ja noch gehört. Da war was gewesen, stimmt. Geld habe ich gerade dabei. $125. Nee, für einen Schnitt wird das wohl nicht reichen, oder? Ein Haarschnitt.
kommst ja reingeschneit. Ja, es hat sich angefühlt, es wird regnen draußen. Ehrlich? Ja. Wie, jetzt regnet... Nee, ja, alles gut, regnet nicht. Na Gott sei Dank. Ich muss jetzt noch was posten. Aha. Ich habe ein Bildchen gemacht draußen. Ach, du auch? Ich fand das einfach nur großartig, hier von oben von der Treppe dann auf die Skyline zu schauen, auf das Riesenrad, das war schon mega. Ja, das ist wirklich schön. Also hier finde ich es echt, ja, also... Oh, das Bild sieht toll aus. Am schönsten, also schönster Platz haben wir, glaube ich. Definitiv. Kann man sagen, was man will. Ist nicht sonst noch irgendjemand im Dienst irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß Gordon es wollte nicht. Eigentlich heute mich mit ablösen. Aha. Ja, okay, hier mache ich es kaputt, Mensch. Bei mir ist nichts kaputt. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Tja. Warum habe ich Wasser in meinem Rucksack? Keine Ahnung. Trinken ist wichtig. Ja. Das sowieso. Aber wenn jetzt keiner mehr hier ist und nur noch wir beide quasi da sind. Ja. Dann. Ja. Hat einer die Leitstelle? Mm-mm. Komisch. Ist Miles da? Macht er noch Bringerando? Es sind keine Bestellungen in der letzten Zeit hier angekommen. Es waren jetzt zwei Gäste da. Ja. Ja, das war's. War die ganze Zeit noch eingestempelt, ne? Ich konnte mich auch nicht ausstempeln. Ja. Das ist tatsächlich ätzend bei in solchen Situationen. Eine Stunde. Wie viele Stunden sind das? Ich hatte Tite schon mal gefragt, ob er das so entfernen kann, wenn ich mich vergesse, zum auszujumpen. Er meinte halt, nee. Nee, das kannst nur du. Ja. Weil du mit deiner Karte dagegen hältst. 6, 7, 8 Stunden, 8. 8, 11, 14. 20 Stunden habe ich jetzt. Wow, okay. Das gibt einen fetten Lohn gleich. Das wird fett. Ich weiß gar nicht, wie viel bei ich bin, aber ich glaube, ich habe es auch bald geschafft. Weil gestern war ich 5 Stunden. Dann gibt es wirklich auch nicht. Ich meine, das waren 300 oder so pro Stunde. Boah, das wird fett. Oder? Aber voll viel eigentlich, wenn man so überlegt. Ja, ich glaube, werde ich ja sehen, wenn ich die 14 Stunden voll habe. Da steht dir mal vor, das wäre so. Das wäre ja jetzt tatsächlich dann doch ganz einfach. Bing! Aber noch, jetzt kann ich mir ein Haus leisten, Monster Truck. Einfach reich. So. Irgendwas wollte ich nachschauen. Bei diesem Matchup ist es unsortiert. Ich brauche erstmal ein vernünftiges Bild für Matchup, wenn überhaupt. Na, wenn, dann mache ich erstmal ein vernünftiges Foto von mir. Das ist ein Anfang. Wenn wir nur noch jetzt wir beide da sind? Also ich würde in den Feierabend gehen, aber ich möchte dich jetzt auch nicht alleine lassen. Ach, alles gut. Cedric ist ja auch noch da.
Und wenn nicht, wenn jetzt hier niemand kommt, dann fahren wir ein bisschen rum und schauen, dass wir irgendwie anderweitig da irgendwie ein bisschen Essen verkaufen. Ja, okay. Das funktioniert ganz gut, tatsächlich. Ja, aber why not, ne? Wenn ihr mit Pearls Autos rumfahrt, das zeigt ja auch Präsenz. Genau. Ein bisschen Werbung machen. Wenn man die Leute nicht so hart kaufen, sagt geht, wird das auch positiv. Steinbruch. Oh Mann, ey. Da waren sie wirklich genervt. Das war richtig. Weiß ja, nicht, aber, so, was mache ich jetzt? Ja, aber du wolltest ja auch nur höflich sein und nett, ne? Und ihnen was zu essen vorbeibringen. Das stimmt. War dir dann halt jetzt eine Lehre und dann fährst du halt nicht mehr dahin. Und dann müssen die sich halt bemühen. Pech gehabt. Ganz einfach. Ich wollte nur Arbeit ersparen. Ja, eben. Und wenn sie das so nicht annehmen, ja, dann... Pech. Haben sie Pech, genau. Na gut, dann ihr beiden. Mhm. Ich gehe dann mal in den Feierabend. Ich wünsche euch noch einen ruhigen Abend. Morgen bin ich nicht da. Mhm. Aber ich bin Samstag wieder da. Okay. Ja. Ja, dann weiß ich Bescheid. Mhm. Na denn. Ja, mach's gut. Bis Samstag, ne? Bis Samstag. Ciao. Ciao. TJs Auto steht aber auch noch hier. Ich nehme mal zum Möbelladen oder zum Friseur. Zum Friseur, ich will mal gucken, was der mir so anbieten kann mit meinen Haaren. Oder vielleicht auch Extensions? Mhm. Muss man hier aufpassen. Ich muss noch tanken.
Ja. Meine Hand, Digga, voll im Arsch. Ich hab das geprellt, Mann. Digga. What's happening, man? Pick a chair. No peace. Ich hab keine schöne Frisur, wo man mein Tattoo sieht. You got your pick of the place, man. Sit anywhere. Mhm. Ah, die ist wild. What's happening, man? Pick a chair. Oder die? Ja, ja, mach ich schon. Du bräuchtest so einen Übergang oder so. Ja, ne? Was denn? Wie es aussieht, Digga. You're getting laid tonight. Stay fresh. Augenbrauen machen. Siehst du? Siehst du das? Mit Strich. You're getting laid tonight. Oder der hat aber nicht auf Null gemacht, Mann. Ey. Ich komm mir auch mal ein paar. Junge, willst du mich verarschen? Was denn? Ich guck mich ja gerade im Spiegel an, Mann. Ja, ich brauche irgendeine Frisur, wo man mein Tattoo sieht. Das wäre ja umsonst gewesen. You got your pick of the place, man. Sit anywhere. Shima? Super. Nee, nee. Die sind noch gut, Mann. Ja, ja. Wie so ein Verrückter. Oder nicht? Mal auf. Thank you.
Ah, ist doch Krise. Ich ja. Digga, bist du behindert? Nicht gut. Die aber, oder? Ich glaube, dass wir die Jahre doch alles waren. What's happening, man? Pick a chair. Nicht gerade das, was mir so wirklich gefallen hat. Und dann gucke ich lieber noch mal, was vielleicht noch für die Wohnung passen könnte. Ich glaube, das macht mehr Sinn gerade. Das ist sowieso. Rotstift, der wäre noch wichtig. Gott sei Dank ist der zusammenbaubar. Schauen, was so ein Fernseher kostet. Halleluja. Ist nichts günstigeres? Nee. Ach du meine Güte. Stimmt eigentlich. Eine Lampe? Ja, auch nicht so schlecht. Eine Lampe. Die ist schwer. Gut.
Ja, würdest du mich erstmal rauslassen? Ach doch. Hä? Uiuiui. So. Bis nach Paleto schaffe ich es noch. Vor Paleto muss ich tanken. Achtung, meine Güte. So, ja, meine Lieben, das wäre es dann heute gewesen. Es war ein bisschen ziemlich ereignislos heute, bin ich jetzt ehrlich gesagt. Konnte man jetzt leider nichts machen, aufgrund des Updates von Alt-V. Ging es leider nicht anders. Aber, ja. Ich hoffe, dass es morgen dann wieder besser ist. Das Update ist ja jetzt erstmal eine Weile wieder hin. Bis GTA wieder updated, denke ich mal. Und ja, so langsam. Ja, mal gucken. Morgen auf jeden Fall gibt es keine Aufnahme. Morgen wird RP-Pause gemacht. Vielleicht bin ich morgens machen wir mal ganz kurz online. Das weiß ich aber auch ehrlich gesagt noch nicht. Das entscheide ich relativ spontan. Aber dann wird, wie gesagt, keine RP-Aufnahme es geben. Hallo? Kann für Sie tanken, Madame. Hallo? Nein, danke, das ist, müssen Sie nicht. Das ist schon in Ordnung. Vielen herzlichen Dank. Okay, wenn Sie Hilfe brauchen, Bescheid. Natürlich. Einen schönen Abend noch, Lady. Ihnen auch, danke. Hier an der Tankstelle unbedingt rauchen. Ich will so schnell wie möglich weg.
getrunken war. Und einer, der daneben mit einer Zigarette steht, schnell weg. Oh Gott. Wenn es gleich Boom macht, dann weiß ich woher. Da muss ich noch schnell das, die Feuerwehr anrufen. Oh Gott, oh Gott. Halt, erst noch Kofferraum. Mein Fernsehschrank rausnehmen. Jetzt fehlt nur noch der Fernseher. Ja. So. Dann machen wir das Ganze doch mal hier fertig. Einmal drehen. So. So. Das ist ja eh ein zugemauerter Kamin, also da kam nichts raus. Okay. Ja, das geht. Da steht er schief. Ein wenig, egal. Okay, und natürlich noch den Couchtisch aufbauen. Perfekt. Der muss nicht weiter verändert werden. Okay. Das Essen, noch etwas trinken. Ach nee, das Kombucha jetzt lieber nicht, dann das hält mich noch irgendwie wach. Dann lieber hier eine Minze-Ingwer-Limonade noch hinterher. Und den Rucksack, den kann ich wieder reintun. So. Mikrofon muted. So, meine Lieben, aber das war es dann jetzt wirklich. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass da mich noch jemand anspricht. Aber es ist ja auch okay. Caitlin hat da gerade ein kleines bisschen Angst gekriegt mit der Zigarette da. Naja. Meine Lieben, ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn es heute sehr ereignislos war. Aber solche Tage, die gibt es halt auch ab und zu mal, wenn auch mal der Server ein bisschen laggt. Dann kann man nichts dagegen machen, außer abwarten und hoffen, dass er doch noch irgendwie anfängt zu laufen. Dass man doch noch das RP wenigstens beenden kann.
das wär's dann. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Nee, morgen nicht. Quatsch. Was erzähle ich denn da für ein Quatsch? Nein, natürlich sehen wir uns erst übermorgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen. Bye, bye.